Okay, hier ist noch eine Höhle. Ja, mache ich jetzt aber auch nicht. Entschuldigung, nicht böse sein. Wo muss ich denn lang? Da lang? Revelio. Warte mal, was ist denn das? Oh, vom Zug. Ja, ja, ich weiß, dass Aufträge. Ach. Doch kein Zug. Warte mal, bin ich dran vorbeigeflogen irgendwie? Hier muss es doch einen Eingang geben, oder nicht? Oder muss ich durch den Tunnel? Ich muss durch den Tunnel, nicht wahr? Aber hier geht's doch auch rüber. Muss ich laufen? Weil fliegen kann ich hier nicht. Das Feuer ist aber auch unten und nicht oben. Ich glaube, ich muss durch den Tunnel. Probieren wir's. Hier vielleicht durch. Ja, ich sehe schon. Was muss ich denn machen? Glacio. Wo ist der Würfel, der Zauberwürfel? Okay. Ja, wir brauchen doch wieder einen Würfel, ne? Reicht doch nicht, wenn ich einfach Glacio einsetze, oder? Würde mich wundern, wenn es geht. Ja, probieren wir's. Aber. Glacio. Nee. Okay, wir brauchen Zauberwürfel. Aber wo ist der hier? Da ist er. Wingardium Leviosa. Komm mal mit. Oh, ich sollte näher rangehen. Ich sollte näher rangehen. So. Gehen kurz dahin. Dann schauen wir mal. Muss ich hier extra durch den Tunnel, obwohl ich einen Besen habe? So ein Quatsch. So. Dann. Einmal das und. Ja. Prima. Das sollte ich unter. Lumos. Ich untersuche. Revelio. Lumos. Okay. Accio. Wingardium Leviosa. Komm ich hier überhaupt durch? Accio. Da hoch? Revelio. Oder ist das nur ein einfaches Verlies? Das ist nur ein einfaches Verlies? Wie komme ich da hin? Okay. Hierdurch ist es nicht. Es ist hier bloß ein einfaches Verlies. Alles klar. Aber wie komme ich dann dahin? Hierdurch? Vielleicht hier durch. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Expelliarmus vom Bad. Ein wichtiger Mensch weniger. Und das ist hier. Ach hier. Expelliarmus. Ja.
Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob ich hier durchkomme. Wäre gut. Wenn ja. Ich bin. Es war erbärmlich. Imperium. Akio. Du kannst es nicht aufhalten. Expelliarmus, Bombarda. Du wirst mich nicht aufhalten. Akio. Okay. Ein Anhänger weniger, Renrock. Paul, ruhig bleiben. Du bist immer viel zu gestresst. Revelio. Viel zu gestresst. Entschuldigung, das nehme ich noch mit hier. Bisschen Geld. Ist okay. Nehmen wir mit. Scheinbar ist es wirklich hier. Geld. Ja, nimm alles mit. Schön, schön, schön. Toll, jetzt müssen wir uns hier durch so einen scheiß Tunnel kämpfen. Ich habe einen Besen, Mann. Ich kann doch darüber fliegen. Sieht interessant aus. Revelio. Bombarda. Was haben wir denn hier? Nichts. Revelio. Na, da oben, Kistchen. Okay. Komme ich hier irgendwie hoch? Paul hat's nicht einfach. Er hat's sehr schwer. Ich komme ja an den Sack ran. Ach, weißt du was? Leck mich! Heute schon viel zu viele Sachen wieder, die einfach versteckt sind. Oh, das war's schon. Okay. Sei mir recht. Umso weniger, umso besser. Hallo? Oh, Tod bringen da oben. Hallo? Du wirst bereuen, hier zu sein. Meinst du? Ich glaube nicht. Hi, ich bin's nur. Okay. Den Oberst haben wir. Ach, du bist so einer. So, jetzt ist dein Dings gebrochen hier. Ciao. Bisschen dunkel hier drin, ne? Komm, wir gehen mal kurz hier durch, weil da hinten gibt es noch irgendwas. Glaube ich jedenfalls. Bisschen Geld. Dachte, wir kommen hier auf die andere Seite noch mit, aber scheinbar nicht. Da unten sind noch Truhen. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Revelio. Okay, das war das vom Kollegen gerade. Was? Warum kann ich hier nicht losfliegen? Schneller! Mist.
komme ich da hin? Muss ich doch das hier zerstören? Aha! Okay, ich dachte... Nein, ich dachte, hier komme ich durch. Komme ich da runter? Also hier gibt es eine Leiter. Treppe, meine ich. Aber wo ist die? Ach was. Okay, habe ich erst nicht gesehen. Habe ich erst nicht gesehen. Aber jetzt. Lumos. Komm, ich mache mal ein bisschen Licht an, damit ihr auch was seht. Ist nämlich echt dunkel hier. Ja gut, die Riesenausbeute war es jetzt nicht. Aber immerhin. Immerhin. Wir nehmen mit, was wir kriegen. Oh. Paul hat es heute ganz schön schwer. Irgendwie, ne? Also... Lumos. Der ist echt ein bisschen... fertig schon. Okay, weiter geht's. Gut, wir sind... auf der anderen Seite. Wir müssen nie wieder durch diesen Tunnel. Die Küste kosten. Okay. Trophäe erhalten. Revelio. Ja, finde ich gut. Komm, gib her. So, und dann gleich noch. Hier war es bestimmt, ne? Ja. Zeig her. Die Tatsache, dass dieser alte Muggelkompass hier fallen gelassen wurde, bedeutet wahrscheinlich, dass der Muggel, der ihn verloren hat, mittlerweile durch Wales wandert. Hm. Sieht hübsch aus. Sehr ruinig. Kann ich jetzt wieder fliegen? Ein Traum. Sehr gut. Gut. Verschaffen wir uns einen kurzen Überblick. Küste. Ganz viele Ruinen. Okay, hier gibt es noch mal viel zu tun. Vor allen Dingen viele Rätsel. Aber wie ich schon sagte... ich werde die nicht alle jetzt im Stream machen, weil das ist auch langweilig für euch. Ich werde sehen, dass wir die Story schön machen und dann ganz in Ruhe Hogwarts abschließen. Ja, aber hier, guck mal, 1, 2, 3, alle hintereinander. Das ist ein bisschen viel. Da unten ist jemand mit einer Mission. Gut, komm, wir machen die Hauptaufgabe. Revelio. Hier ist ordentlich was ich los. Sollte vorsichtig sein, ich bin ganz allein. Ja, ja, alles gut. Na, oh, guck mal. Hallo. Winke, winke. Geht's dir gut? Hm. Süß. Der letzte Schnee. Der ist bald nicht mehr da. Zweifellos schon lange verlassen. Oh. Hallo, Wölfchen. Aber sieht echt schön hier aus. Ein Haufen Ruinen hier, hä? Krass. Ach, guck mal. Quidditch. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Was denn? Quidditch spielen? Und 3 Punkte für Ravenclaw. Bing!
Und abtauchen. Und rüber. Yay. Und hoch. Bing. 3 Punkte. Ne, 10 Punkte. 10 Punkte sind's. Ach Mensch. Super. Oh, sieht schon echt schick aus hier, ne? Überall so kleine Ruinchen. Ein Haufen Lager. Da hinten noch eine Burg. Da hinten noch eine Burg. Krass. Auch. Aber ein Haufen Feinde auch. Revelio. Und hier überall diese Rätsel. Oder, naja, Rätsel in Anführungsstrichen. Die meisten davon sind nicht mal rätselig oder sowas. Hier ist wieder Ball reinwerfen. Ja. Ich will lieber Story erleben. Mit euch zusammen jedenfalls. Hops. Und die Rätsel, die mache ich dann alleine. Ach, guck mal, noch eine Landeplattform. Ja, so werden wir das machen. Wir werden die Mission machen, aber alle Rätsel hier absuchen. Nee, das nicht. Wir werden alle Missionen zusammen machen. Gucken, ob wir alle finden und ja, zusammen abschließen. Da unten muss ich hin. Na prima, sind wir genau richtig. So, Sebastian. Wo bist du? Noch schon wirklich wieder dunkel. Äußerst unangenehm hier. Warum? Sebastian, erzähle. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Kollege, komm mal ein bisschen runter, ne? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Na, echt mal. Ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Ich mach erstmal Licht an. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Wo müssen wir lang? Verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Sebastian, wo müssen wir hin? Lumos. Naja. Ach, da lang müssen wir. Ich dachte, renn doch nicht in die falsche Richtung. Dieser Sebastian. Dieser Sebastian. Sind das Renrocks, Leute? Ja. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Eines Tages werde ich meine eigene Organisation haben. Mit Leuten, die dann für mich arbeiten. Ist okay. Hat sicher keiner was gegen. Überall hier Typen. Oh. Ich renne einen Haufen rum.
Danke. Wenn der Krieg vorbei ist, werden endlich wir Kobolde herrschen. Naja, kommt mal runter. Ey. So. Oh. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Das sind alle ein bisschen blutrünstig hier, die Kollegen. Die sollten mal ein bisschen runterkommen. Du bist super laut. Ach, das ist so ein Bohrer. Kann man die nicht kaputt machen oder so? Na gut, gehen wir mal weiter gucken. Ja, hier geht's lang. Bisschen gruselig da oben aus, ne? Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Ach Quatsch. Hm, nicht unbedingt. Die sind da ganz süß. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Wir gehen erstmal rein im Berg. Gucken erstmal, was hier los ist. Revelio. Okay. Also, Dichter. Dichter. Dich und dich. Danke. Sehr gut. Gut, das war's schon, Sebastian. Das war's schon. Komm, wir können wieder. Lumos. Lumos. Oh, guck mal, da ist noch ein Sterneguck-Dingsbums. Wenn wir hier gleich in der Nähe sind, nehmen wir das natürlich mit. Das ist doch bestimmt gleich auf dem Weg. Was ist denn das? Da oben? Warte mal. Was ist denn hier? Gar nichts. Ja, ganz prima. Komm, Sebastian. Wir laufen hier ein bisschen zickzack. Diese komischen Hühnchen hier. Lustig. Wir müssen da hoch für das Teil. Ich kann gerade nicht da hoch. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, ich könnte mal kurz einen Ausflug machen. Aber scheinbar doch nicht. Sebastian, warum müssen wir das eigentlich hier bei Nacht machen? Das ist total sinnlos. Können wir da nicht einfach, ne, bei Tag und so? Wäre viel angenehmer. Das Testralnest muss in der Nähe sein. Ja, ich würde gern zu dem Dings da. Eigentlich. Lumos. Lumos. Ja, hier ist ein Testralnest. Und jetzt? Es tut mir leid, dass wir beide Testrale sehen. Das ist sicherlich keine Gemeinsamkeit, die ich mir erhofft hatte. Ach komm. Testral. Okay. Ich auch noch? Vielleicht ist ein Shiny dabei. Hat noch geklappt. Sehr schön. Hat noch geklappt. Okay. Ach, das ist wieder so ein Hüpfding. Ach nee, mache ich jetzt nicht. Ich würde gern da hoch. Bloß mal ganz fix. Sebastian, kommst du mit oder darf ich das nicht, während wir unterwegs sind? Kommt bestimmt gleich, kehre zur Mission zurück. Doch nicht. Schön. Doch nicht. Gucken wir mal kurz. Oh je, was ist das denn? Ein Wuffi? So könnte es hinhauen, nicht wahr? Der große Hund. Sah aus wie ein Dackel. Super. Herausforderung abgeschlossen. Sehr gut.
Können wir eigentlich mal kurz reingucken bei den Herausforderungen. Was wird denn das sein? Erkundung? Ja. Belohnung einsammeln. Ach so, das waren die Luftballons. Hier. Belohnung einsammeln. 5 noch. 5 Stück noch. Und dann haben wir's. Und dann die hier. Geheimnisse müssen wir lösen. Okay. 5 Astronomie-Altäle. Ja, wir brauchen halt noch 6 Prüfungen Merlins. Dann haben wir das volle Inventar. Ja. Kann man machen. Wir gucken mal. 6 Stück kriegen wir schon hin. Aber die hier jetzt nicht. Lieber einfachere mit schnell zerstören. So, komm, Sebastian. Wir haben zu tun. Lumos. Wer seid ihr denn schon wieder? Warte. Wir brauchen einen Plan. Was? Rein da, würde ich sagen. Plan. So ein Quatsch. Wer braucht denn sowas? Magst du Schmerzen? Renrocks Vision von der Herrschaft der Kobolde wird sich erfüllen. Petriticus Totalus. Das wird leider nicht. Konflikt. Okay. Wir hauen einfach allen auf die Fresse. Sie hatten es nicht anders verdient. Ach komm. Diese ganz schön blutmordrünstig. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Was hat er gemacht? Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Was hat er denn gemacht? Hat er Avada Kedavra eingesetzt? Bestimmt. Rebellion. Bestimmt hat er Avada Kedavra eingesetzt. Und ich hab's bloß nicht mitbekommen. Hm. Komm, gib mir die letzte Sache ja auch noch. Nicht? Da war doch gerade noch was. Gib mir das. Na, sage mal. Na bitte. Nur das wollte ich jetzt. Rebellion. So, das Kistchen nehmen wir mit. Was haben wir hier Schönes? Ach, Binden 1. Oh, Hacker Klotz. Ah, ich steck fest. Du schärfst hier schön. Okay, ich gehe mal kurz gucken, was hier so ist. Okay. Nur ein paar Materialien. Ist hier noch was? Sebastian, kommst du mit? Scheinbar nicht. Okay. Der Pulso? Was ist passiert? Da oben. Arresto Moment. Ah, okay, interessant. Sowas hat man noch nie. Sowas hat man noch nie. Aber ganz nett. Rebellion. Ja. Ja, ist immer ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen, weil man hat nur eine kleine Kiste da hinten drin immer. So. Es hat nur ein Kistchen. Ein Kistchen. Na los, Sebastian,
Komm, wir gehen weiter. Und dann kannst du weiter Trolle, Kobolde oder was auch immer töten. So wie dir gerade die Lust daran ist. Krieg ich das? Ja, es ist an. Macht das jetzt was? Nö, ne? Nö. Einfach nur angemacht. Noch was zum Anmachen? Oh, noch eine Kiste. Die nehmen wir mit. Schön. Hier liegen noch zwei Sachen. Klack, klack. Na. Was ist denn heute los? Heute gibt es ganz viele Sachen, die irgendwie nicht funktionieren und nicht da sind scheinbar. Kann ich dich anzünden? Komm, trink du. Nee, schade. Na gut. Aber irgendwie gibt es halt viele Sachen, die nicht so richtig funktionieren. Die Kiste, die hat gebackt. Renner da schon. Sich an allen rächen. Alles aus Kobalt Silber gehört. Wo seid ihr denn? Ach doch. Hast du den Kobold gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen.